Für seinen vierten Triathlon hat sich der Kastensee ganz besonders groß gemacht. So groß, dass er die naheliegende Terrasse des Wirtshauses unter Wasser setzte. Rund 250 Teilnehmer hatte die Wasserwacht Glonn eingeladen, um die 400 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und 4 Kilometer Laufen zu absolvieren. Schwimme ich jetzt mit Neo oder ohne? Bei 17 Grad Wassertemperatur war diese Frage nicht leicht zu beantworten. Ob mit Neopren oder ohne, die Triathleten bibberten dem Startschuss entgegen. Vielleicht hat gerade das kalte Wasser diesen Schwimmer zu seiner großartigen Leistung beflügelt. Der Ausstieg aus dem See über die Leitern eine Engstelle. Hinten im Feld gab es Positionsgerangel, wer zuerst raus durfte. Maximal 3 Athleten konnten das Wasser gleichzeitig verlassen. Die Radstrecke des sogenannten Ein-Zehntel-Triathlon führte über Feldwege und Schotter. Keine Chance also für Rennräder. Mountainbikes und Crosser waren angesagt. Der Triathlon in Glonn ist herrlich unkompliziert. Die Wechselzone hat eher einen handwerklichen Charme. Alles ist familiär. Nach dem zweiten Wechsel warteten 4 Kilometer matschiger Waldboden auf die Triathleten. Wie bereits angedeutet, in Glonn zählen andere Werte: Freundschaft, Familie und nur in bedingtem Maße Ehrgeiz. Für rund 10 Euro erwartete keiner der Triathleten ein großes Buffet. Heißer Tee wärmte die kalten Krieger wieder auf. Wer dann noch Hunger hatte, konnte sich in der Gaststätte satt essen, beim Blick auf die überschwemmte Terrasse.